Hallo und herzlich willkommen zurück bei Real Nico. Heute wieder mal zu einem Werder Talk. Ja, was soll ich da groß sagen, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich hoffe ja, dass hier jetzt gerade auch wieder möglichst viele Werder-Fans gucken, damit wir einen entspannten Talk auch in den Kommentaren haben oder auch auf Instagram. Und ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Die Leute, die das letzte Video gesehen haben, das ist unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Schaut das bitte vor diesem Video, weil das sind Worte, die ich vor dem gestrigen Spiel gesagt habe. Ich nehme dieses Video jetzt einen Tag, also wir haben heute Freitag, nach dem Werder-Spiel auf. 0-0 ist das Ganze ausgegangen. Ja, dieses Video kommt auch jetzt gleich noch online. Also ich werde jetzt schneiden und dann online bringen, weil ich bin sauer. Und ich bin richtig sauer. Aus vielerlei Gründen. Kofeld hat vor dem Spiel gesagt, wir hatten schon oft Situationen, wo wir, ja, sage ich mal, die Chance bei uns lag, etwas zu drehen, wo es drauf ankam, wo wir abgeliefert haben. Da habe ich im letzten Video gesagt, ja und nein. War da schon zwiegespalten. Hab schon gesagt, ja, es gab so Spiele, es gab aber auch so Spiele, Mainz, Wolfsburg, Frankfurt, wo wir hätten Sachen klar machen können, ist das Ganze drehen können, vielleicht auch mal wieder hochgehen können. Also weg von den Abstiegsrängen ist damit gemeint, ne? Wir haben es nicht gemacht. Wir haben es nicht genutzt. So, jetzt ist die Frage: Was kann man der Mannschaft gestern vorwerfen? Aus meiner Sicht, es ist allgemein, es ist aus meiner Sicht. Ich bin nicht allwissend, ich habe mit Sicherheit auch Fehler in meinen Thesen oder in meinen Gedanken. Aber das Video hier ist halt nun mal aus meiner Sicht gemacht. Und ja, ich meine, ich bin Werder-Fan durch und durch und ja, dann jedem Werder-Fan steht gerade zu, seine Meinung auch kundzutun. So, das mal kurz dazu. Und aus meiner Sicht war gestern einfach irgendwie diese Offensivkraft, diese Schlagkraft, dieses Verinnerlichen, dass wenn wir gewinnen sollten, wenn wir allgemein, wenn wir die Spiele gewinnen, bleiben wir in der Liga. Dieser Gedanke, den habe ich teilweise nicht verspürt. Jetzt werden die einen oder anderen sagen, ja, hast du gelbe Karten, guck mal, wie die da reingehauen haben. Ja, auch teilweise dumm. Einfach dumm. Das mit Moisander war einfach nur dämlich. Einfach nur dämlich war das. Selbst schuld. Hier, Rückspiel Montag gesperrt. Ja, Digga, das war auch einfach nur dumm. Einfach nur dumm war das. So. Dann, klar, wir hatten dann noch diese Riesengelegenheit. Ich meine, es war Sargent, der dann da noch mit dem Fuß irgendwie dran kam. Und dann wurde der Ball vor der Linie geklärt am Ende, wo der Ball nochmal so ein bisschen reingebracht worden ist. Aber kurzum, schreibt mal in die Kommentare 4, 5 Tormöglichkeiten. Ich glaube, das wird schon sehr, sehr schwer. So, und Heidenheim hat das eigentlich gut gemacht. Im Endeffekt, die haben jetzt 0-0 rausgeholt, haben in ihrem Stadion ja, die Chance in die Liga aufzusteigen. Die werden da alles reinwerfen, Kampf, Herzblut. Da wird alles reingeschmissen. Und wir aus Werder-Sicht haben eigentlich nur eine Sache, die jetzt alle sagen oder die man auch sagen kann. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Und uns reicht auch, wenn wir ein Tor machen, unentschieden. So. Ab wenn wir ein Tor machen, reicht uns ein Unentschieden, um in der Liga zu bleiben. Das heißt, im Normalfall müsste Bremen in den ersten 10 Minuten schon zeigen, hör mal, wir wollen in der Liga bleiben und voll auf dieses dumme erste Tor gehen, um dann sich eben eine viel bessere Ausgangsposition zu schaffen. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt einfach, wenn wir das 1-0 machen, so ab da reicht uns die ganze Zeit über ein Unentschieden und ein Sieg. Das heißt, wir haben zwei Auswahlmöglichkeiten, um eben in der Liga zu bleiben. Machen wir das nicht, Heinheim macht das Tor, dann beginnt dieser Kopfweg. Aber 1 Million %ig. So, und dann werden da auch viel mehr Flüchtigkeitsfehler passieren, als wir sowieso schon haben. Aber ja, aufstellungsgeschichtenmäßig war alles okay. Ich denke, dass jetzt Moisander, wenn der ist ja klasse, jetzt raus. Ich denke, dass Vogt dafür reingehen wird in die Innenverteidigung. Ist so eine Theorie von mir. Ich habe beim letzten Video gesagt, ich will eigentlich nicht an Aufstellung so rumfallen, aber bei dem letzten Spiel ist es halt nun mal extrem wichtig. So, und ich würde Vogt allein schon durch seine Geschwindigkeit, weil was wird Heidenheim spielen? Logischerweise Konter. Wen brauchst du da hinten? Schnelle Leute. Ganz klare Geschichte. Dann würde ich persönlich Bari raustun, auch wenn ich den Jungen immer
wirklich den lieben, den muss einfach jeder Bremen-Fan, muss den einfach lieben, Ehrenbremer da an der Stelle. Aber Bari muss eigentlich raus und der Groß muss rein. Warum? Groß ist bestimmt kein feiner Techniker oder sonst was, aber der kann Zweikämpfe, der kann kämpfen und der ist schnell. So, und ich würde nicht Vogt auf der 6 spielen, sondern ich würde sogar Groß wirklich auf der 6 gehen. Warum? Der macht halt auch mal diesen Risikolauf, dass er nach vorne geht. Und vielleicht verliert er auch einen Ball, aber im Norm ist es, warum auch immer, bringt er da fast immer den Ball dann sogar noch an. Also er macht da, selbst da dann alles richtig, wenn er nach vorne läuft. So, und das ist halt, ja, ich finde den sowieso, der ist so unterbewertet, ein super Fußballer, wirklich. Bestimmt keiner, der sonderlich viel kann, aber diese ganzen Basics kann er alle. So, darüber braucht man sich nicht unterhalten. Deswegen, wie gesagt, ich würde Groß in die als Sechser spielen und Vogt rein für Moisander. So, dann haben wir da, selbst wenn der Groß da im Vorwärtsgang verkackt, haben wir trotzdem noch den Vogt dahinter, der schnell Luma ist. Ich würde Toprak nicht reintun. Ich finde persönlich einfach, ihm fehlt jetzt diese Spielpraxis. So, das ist, ja, er ist ein ehemaliger Champions League-Spieler. Ja, er müsste das können von der Qualität her. Aber am Ende liefert er nicht ab. Und was machen wir dann? So, klare Geschichte. Ne? Es ist nun mal ein unfassbar entscheidendes Fußballspiel. So, vorne bin ich auch gespannt. Rashica hat ja auch wieder zwei, drei Tritte abbekommen. Hat ja ab und zu die Knie-Oberschenkel gehalten. Ob er jetzt spielt oder nicht, weiß ich nicht. Ich tue mich da auch schwer, das jetzt zu sagen, weil halt nichts nach außen gesagt wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass er da auch seine Probleme haben wird. Füllkrug ist halt eigentlich nur für eine Halbzeit gut. So, also er ist ein super Spieler und alles, aber durch seine verlangen Verletzung, diese Ausdauer, dieses, was alles wieder reinkommen muss, ist er eigentlich für eine Halbzeit nur gut. Jetzt natürlich dann die Frage, bringst du in der ersten Halbzeit oder in der zweiten? Ich rein theoretisch würde den in der zweiten bringen, um dann vielleicht einfach nochmal diesen nötigen Strafraum, diesen Punch, der dann gerade am Ende, wo das Spiel langsamer wird, man vielleicht über einen Standard oder so nochmal ein Tor macht und Sargent reintun. Warum? Weil Sargent einfach unser größter Kämpferstürmer ist. Der läuft hoch, runter, überall, der läuft an. So, und damit kannst du den Gegner dann auch am Anfang mal aus der Ruhe bringen, weil, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, wir eigentlich am Anfang auf ein Tor gehen müssen. So, dann ist es auch egal, wer das macht, ob das ein Rashica, ein Klaassen, ein Osako, ein Sargent, ein Füllkrug, wenn er spielen sollte, macht. Das ist eigentlich total egal. Hauptsache, wir machen dieses dumme Tor. Ja, schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich weiß, das war jetzt auch viel, sag ich mal, aus den Emotionen heraus, wie ich das jetzt sehe, wie ich das denke. Aber dafür ist auch dieser Kanal da. Ne? Meine Sicht der Dinge, es wird hier gezeigt. Morgen kommt mal was Lustigeres, mal was Entspannteres. Ein Schwing den Löffel YouTuber Edition werdet ihr morgen dann sehen mit meinen Jungs, die sind dabei. Und darauf könnt ihr euch schon freuen. Ja, und dann am Montag ist das Spiel. Nach dem Spiel werden wir uns dann hoffentlich am Dienstag in dem Video wiedersehen, wo wir allen Grund zu feiern haben. Ne? So, das wäre was Feines. In dem Sinne, mach's gut und schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, wie geht das Spiel am Montag aus. Und ich will da, wie auch beim letzten Video, übrigens da danke nochmal in die Kommentare. Ich werde versuchen, so gut wie jeden zu beantworten. Auch die Leute, die auf Instagram schreiben. Und ich will in den Kommentaren eigentlich nur Gutes hören oder halt diese ehrlichen Meinungen, aber kein Scheiß werde oder so halt, ne? So, also, lebenslang Grün-Weiß, meine Jungs, bis Montag.